Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion TE2 im Ranglistenmodus. Ich gehe ins Burg rein. Burg hat sich schon immer bewährt. Welcome to Nova. Das gefällt mir ganz gut. Der Sarg ist natürlich kacke. Mit Magier könnte man gut arbeiten. Über die Crab Lords. So gefällt mir das schon ganz gut. Das nehme ich. So werden wir starten mit dem Grawl. Muss ja genug Platz lassen auch für meine Seeschlangen. Mach erstmal ready und gucken, was nächste Runde passiert. Crablord Champion, okay. Okay, ein Jünger. Und ich habe ein King Upgrade gekriegt. Und mit der Schnecke hätte der wahrscheinlich verkackt. Gucken wir mal. Okay, dann geht nur die Schnecke raus. Ist aber nicht so wild. Machen wir erstmal so. Upgrade drauf. Muss nur gucken, dass ich jetzt die Wurzelqualle hinstellen kann. Das ist wichtig. Weil die brauche ich diese Runde, um den Schaden abzublocken. Okay, Upgrades. Fünf wäre eine gute Wave. Dann Doppelschnecke reingehauen. Können wir ruhig noch gierig sein, den sechsten Worker nehmen. Okay, hat noch goldene Beschützer gebaut. Dann machen wir weiter Upgrades. Weil da reicht es mir noch nicht aus, um durchzukommen. Großartig. Das ist noch zu wenig. No, das schaffe ich noch. Jetzt können wir den ersten schon mal upgraden.
Das ist wichtig. Nee. Hab kurz überlegt, ob ich einen Robo versuche, aber nee. Dass mir das Einkommen, die King-Upgrades sind mir da wichtiger. Ja, der Große war auch zu schnell down durch die Seraphin. Es sollte reichen, dass ich mir den ersten Grapplord holen kann. Das können wir tatsächlich mit einem Robo probieren. Ob ich was reißen kann. Ja, dass die schnell down gehen. Er hat noch einen Manta. Das halte ich. Das ist auch schon wieder einer, der jede Runde schickt. Ich merke das schon. Da geht auch jede Runde irgendwas raus. Das gefällt mir gar nicht. Das sieht gar nicht schlecht aus. Ich habe was geschickt. Ja, da war der V-Schatz zu stark. Wenn ich was geschickt hätte, dann wäre ich gut durchgekommen. Wenn es nicht rausgekommen, dann ist es auch nicht wichtig. Machen wir Seeschlangen hin. Könnten auf 9 was schicken. Neun paar Robos mit rein für die Beschützer. Klingt vernünftig. Das ist nicht schlecht. Können wir ein bisschen was regenerieren. Haben wir da auf jeden Fall noch einen hin. Die können wir zur Königsklaue dann noch machen. Brauche ich den Robo noch mit rein. Ist gut magischen Schaden, um die beiden wegzukriegen. Die kriegen ja auch normal Damage von Magie. Genau wie er. Und Stichschaden ist sowieso dabei. Sollte klappen. Ein Tor. Okay. Umso besser, dass ich noch Probe und Hör mit reingehauen habe.
Okay, der hat da keine Verteidigung. Muss ich tatsächlich nachgucken, das wusste ich jetzt nicht auf Anhieb. Oh, so close. Der Feuerpanzer. Ja, nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Machen wir den King auf. Könnt jetzt den Magier mitnehmen. Könnt dann hier Fürst des Todes platzieren. Magier drauf. Rundrum dann noch Crablords und neue Fürsten des Todes. Und dann habe ich schon mal gut ausgesorgt. Schick wirklich jede Runde. Den Blocker nehmen wir auf jeden Fall mit. Na, ja, und diesmal hat es sich zumindest gelohnt. Wenn das nicht down geht, dann lohnt es sich immer. Holy shit, das ist ärgerlich. 75. Das ist genau das, was ich brauche. Fürst des Todes und Magier mit Crablords drumherum. Das wird fett. Die sind auch übrigens eine richtig fette Frontline, weil die ja immer beschwören. Können wir probieren, ja. Ist für ihn okay, für mich nicht ganz so optimal, aber wir nehmen es mit. Ja, war klar, dass er den Magier mitgenommen hat. Hätte ich aber auch gemacht. Mit einem Tor und einem Jünger. Oder Starcaller dann. Holy shit. Die haben strong late game. Den werten wir einfach mal auf. Ist schwer zu sagen, was soll ich auf 13 reinhauen? Magie. Mega viele Spawns. Er hat mit seinen Crablords Starcaller und er hat die Tore und dann Starcaller. Das wird gar nicht so leicht. Genau mit der Hexe. Time for some action. Ja, das machen wir so.
Das sieht gut aus. Robus noch dazu. Holy shit, Millennium. Ja, der ist weg. Die Mons sind weg. Aber es ist zu fett. Brauche ich mehr Worker. Die kann ich jetzt aber nicht holen, weil die sammeln. Die muss ich danach machen. Wie die Schaden. Aber das ist gut durchgekommen. Aber hol ein Frosch und der Robo. Nee. Und den Packleader mit rein. Der ist wichtig. Oh, die Wurzelquallen groß. Machen den noch groß. Bauen hier noch einen hin. Und dann sollte es für die Wave gut aussehen. Ja, push mal den King noch hoch. Ist ja komplett. Sind wir schon mal ganz gut abgesichert. 500. Das ist fett. Aber Backline sofort down. Dank meinen Seeschlangen. Ja, die Spawns halten gut dagegen. Jetzt ist Schluss. Kein Spawns mehr da. Und bin durch. Viel durchgekommen mit dem Hermit. Ich habe den durchgeprügelt. Müssen wir jetzt auf jeden Fall viele Worker pushen, damit ich den wegdrücken kann. Ich hätte die hier drüben aufbauen sollen für den Split. Wäre besser gewesen. Weil die eh beschwören. Naja, soll's. Nehmen wir erstmal so hin, wie es ist. So, was haben wir rein? Wir sollten auf jeden Fall wieder eine Hexe reinhauen. Die ist wichtig. Hat ganz schön zu kämpfen. 370 drunter. Oh, wenn der durchkommt, wäre geil. Ja. Wenn du den Boss nicht hältst, ist scheiße. So. Bauen hier auf. Müssen hier ein bisschen upgraden. Damit der Magier auch noch besser genutzt wird. Muss ich da ein bisschen mehr dazu packen. Den schaffen wir nicht.
Machen wir so. Ja, ist noch rausgekommen. Sehr gut. Die Turtles. Hast gleich auf 4 magischen Schaden. Aber auch schon auf 4 Stichschaden, den Seeschlangen. Oh, holy shit, die Millennium müssen übel schnell dauern. Stockholder weg. Die Tore haben schon ihre Energieverbrauch hoch. Alle durch. Mit einem Prozent? Das ist doch nicht wahr. Ich wollte gerade sagen, mit einem guten Cent ist es vorbei, aber... Das ist verrückt. Das ist echt verrückt. 1% überlebt. Ja, ich wäre jetzt auch auf 18 gegangen. 19 ist Kacke. Und 18 ist für mich super stark. Bin ich super stark mit meinen ganzen Fürst des Todes und den Crab Rolls. Und hier noch einen hinbauen. So machen wir das. Die halten auch übel stark aus. Den werte ich auf. Dann machen wir hier noch einen hin. Weil die haben gute Verteidigung gegen die. Okay, den bauen wir noch. Ne, dann gehe ich lieber mit 2 Robos. Damit ich noch mehr magischen Schaden rauskriege. Haken. Okay, ich glaube, das soll ich aber halten. Aber dann geht den gar hingestellt. Ich bringe den der Wave überhaupt nichts. Er hat gehalten. Okay, ich dachte, ich halt auch, aber da waren 2 hintereinander. Den mal aufwerten. Millennium ist stark. Die können wir rausnehmen. Die könnte ich als Tank noch gebrauchen. Probieren wir es einfach und gucken, was passiert.
Upgrade. Ja, ich weiß, jetzt nicht voll ausgenutzt, aber so ein kleiner Split, der ist schon gut. Hauen wir die noch rein. Sehr gut. Mal blocken. Er wird blocken. Dann können wir es nur auf 22 oder 23 probieren. Müssen wir mal gucken. Jedenfalls keine Worker mehr holen, sondern nur noch dicke Einheiten. Wir hatten die einfach alle auf, zack. Fertig. Dann kommt es drauf an, senden wir auf 22 mit der Chance, dass sie es halten, oder sagen wir auf 23 mit der Chance, dass wir verkacken. Das ist dann so die große Preisfrage, aber er hat 1000 runter. Also ich könnte jetzt schicken bei ihm. Okay, er macht. Ich muss auch ganz schön kämpfen. Nicht zu unterschätzen. Den noch ein. Jetzt gilt es. Oh shit, das war ein guter Send von ihm, die Zentaur reinzuhauen. Wesentlich mehr Mythium. Frage ist, wer kann länger aushalten? Sie haben eine gute Zeit rausgezögert. Ich bin zuerst down, aber er direkt danach. Das werden wir wohl gewinnen. Hoffe ich. Ne, die beschoren jetzt noch. Dann werden wir es doch verkacken. Schade. Ja. Crab Warlords, die sind immer noch stark mit den Spawns. Auch wenn die Mana genervt worden sind. Ja, ich hab's gelesen in den letzten Patch Notes. Da wurde Mana genervt von denen. Boah, aber kann man sich nicht beklagen. War eine gute Runde.
Ja, das war's heute von heute mit Leechen. Schaut auch gerne bei den anderen Videos vorbei. Lasst ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dann, entspannten Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.